Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder Khalid und willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Ja, wir waren ja stehen geblieben mit Ugos Brüder und ja, da haben wir jetzt Rüstung gekapert und ja, jetzt haben wir dann noch ein Boot dazu abgezogen auf nochmal richtige Übersetzung. Und jetzt gehen wir mal zur nächsten Aufgabe und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Direkt mal zur Karte. Und dann geht ab die Post. Braucht ihr medizinische Hilfe? Ja. Wäre nicht schlecht. Ja. Glaubt mir, ihr werdet euch bald besser fühlen. Vollständig gesund. Vielen Dank. Nee, da geht's nicht weiter, oder? Euch gelehrt, euch so zu bewegen. Bei euch sieht das so leicht aus. Kann ich hier runterspringen, ja, ne? Diebesgilde von Venedig. Komm, anheuern. Ach, Scheiße. Na toll, umsonst geheilt. Komm jetzt runter. Spring einfach runter, jetzt bestimmt, ne? Weil es ist total umsonst. So, mit Antonio und seinem Leben. Zusammenarbeiten und Emilio zu besiegen. Ja. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Okay. Dann müssen wir die jetzt mal platt machen, ne? Erscheinung. Schäfchen des Herrn. Das ist ein Schäfchen des Herrn. Und ich schieße nicht!
Heilige Jungfrau! Meine Schätze mit! Assassine! Bleib zurück! Ja, kommt helfen! Don Cella Fight! Bravo, bravo, mein Gott! Warum helfen die übrig gewesen von mir, ne? Kommt mir bekannt vor. Ja, gut. Ich immer noch aus. Müssen wir noch die Bogenschützen jetzt hier erledigen? Ich bin ein Soldat, keine Spinne. Scheiße, falsche Waffe. Verdammt! So, da ist er! Schnell! Er entkommt uns! Bin da! Haha. Scheiße! Boah! Da! Kajuto! Holt die Waffe! Merda! Fuck! Ich hau besser ab! Da ist er! Laju! Dieses Mal entkommt! Die Waffe besteht scheinbar immer noch aus Landeiern. Wer immer dieser Assassine sein mag, er erschüttert den Frieden dieser Stadt in seinen Grundfesten und hinterlässt. Was für ein Athlet! Front, hä? Was sind die? Digga, ihr könnt weiter. Da wird gerade eine richtige Hasspredigt gemacht. Oder gehalten. Und das kann ich gar nicht leiden. So. Aber da kann man hier nicht irgendwo reinspringen in den Heuhaufen. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Oh, Sperrgebiet. Muss ich euch töten! Geht! Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein! Ja, versuch es doch! Haltet ihn! Bora! Und ciao! Wenn ihr hier bleibt, wirst nicht weit kommen! Ciao. Nee, dich wollte ich doch gar nicht. Ich schmeiß sie wieder weg. Das Betreten ist verboten. Ja, ja. Welche überhaupt wieder mitgekommen? Nö. So ein bisschen dunkel hier. Die Feinde des Assassinen unterliegen!
Schnell! Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. So. Wo hab ich euch schon mal gesehen? Die Gegner werden immer mehr. Aspettate! Halt! Laju! Da! Da! Ergreift ihn! Au! Lass mich doch durch. Warum mich zu töten? Ich bin keine Gefahr. Hallo, lass mal raus. Oh Mann. Schon wieder Hassprediger. Verschont mich. Ich bin nicht wie die anderen. Ja. Ach so, die gehört zu uns, ne? Stimmt. Sie, war weg. Entschuldige. Lasst mich einfach gehen. Denk gar nicht erst dran. Warum kommst du mir so gut an? Da! Jetzt auf die Karte. Jawohl. Ja, Sperrgebiet, aber da ist doch das Ziel. Da ist noch Wasser. Wo kommt der denn her? Ich führe nur beste Qualität. Garantiert. Meine Preise. Ein Dichter. Scheiße. Weiter. Scheiße, da auch nicht. Oh Mann. Ich muss jetzt hier unten drehen oder unten klettern. Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Scheiße. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassine, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konntet ihr so blind sein?
anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Carvo? Der Meister wollte ein Treffen anrufen. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Lazu! Da! Da! Wenn ihr einen Rat wollt, macht er einen weniger auffälligen Ort. Seta ist eine Pest. Gespickt, wenn du nicht runtersteigst. Pronto! Nicht nur um den Nebel. Katze, was für ein... Ivo! Ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Hey, Anhalt! Mit Antonio, ich habe eine zusammen. Frage! Das heißt, die Angriffe... Aspettate! Nur einen kleinen Moment! Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Wache! Wache! Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. So, Freunde. Jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Die Burg oder... das Ganze hier wieder zurückzuerobern. Der Händler von Venedig. Trophäe, okay. Was geht denn jetzt hier ab? Ja. Hab jetzt eben noch gedacht, dass das so Richtung Finale läuft, aber irgendwie ist jetzt was. Kommt jetzt noch was? Da sind wir. Also wir können jetzt hier einmal zum Büro zurück und zur nächsten Aufgabe. Aber ich sag mal, wir gehen zum Büro und das auch in der nächsten Folge, denn das war's jetzt wieder mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, von mir aus einen Daumen nach unten. Schadet mir auch nicht, aber egal. Ja, dann würde ich sagen, checkt alles wie immer aus in meiner Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao.